Leute, und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Together Landwirtschaftssimulator 2013 hier im Mecha-Projekt nicht, aber dafür auf der Lossiedel-Landmap, diesmal wieder mit dem Arctic Soldier. Hallo, und diesmal auch nicht verpeilt. Diesmal auch nicht verpeilt und mit den Wettverlierer Tino. Wenn der Part kommt, wissen wir ja schon, ob ich die Wette verloren habe, aber naja, wir schauen mal. Ja, wird sie definitiv folgen. Um was könnten wir wetten, Mensch? Naja. Ich weiß, um was wir wetten. Eine 100%ige Zusage für Köln. Und was krieg ich, wenn ich gewinne? Ja, such dir was aus. Eieiei. Oh. Ich bin abgeschworen. Alles in Ordnung. Was könnte ich mir einfallen lassen? Ich weiß es nicht. Der Randy spendiert ja ein McManus T-Shirt. Das kann ja teuer sein. So, jetzt die Frage, wie löst er das? Wie löst das, ha? Okay, er löst auf den einfachen Weg. Er fährt durch. Aber der nächste, so da bin ich auch mal gespannt. Eigentlich müsste der rumfahren, der bei mir auch gemacht, wenn er fällt. Das ist jetzt sowas ganz Spannendes, wo alle zu gucken. Und Randy stoppt die ganze Spannung. Jetzt fahr halt weg den Haufen. Wir sehen doch gar nicht. Was passiert? Oh Mann, ey. Da muss ja noch komplett leer machen. Das ist ein Kunde. Ach, oh, Randy. Weiß nicht, ich danke denen hier ordnungsgemäß ab. Ah ja. So, das wird ein Spektakel. Jetzt bin ich echt gespannt, ob der drum rumfährt. Wenn er überhaupt losfährt. Nö, dafür sind wir, denke ich mal, noch zu nah dran. Was könnte das ich noch ein bisschen nah dran mehr und sonst. Jetzt. Ja. So. Ah, er hält. Und? Er nimmt das kleine bisschen noch mit, so. Nee, ja, okay, ein bisschen glitscht er durch, aber er fährt jetzt drum rum. Und Randy schaut sich jetzt gar nicht erst an. Na doch, ich bin noch da aus dem Perspektive. Ach, da hinten bist du. Achso, ich hab dich gerade eben noch nicht gesehen, das ist das Problem. Und da hinten stehen sie sich gerade im Weg. Ja, wir tanken schon ab. Was hat denn eine davor? Ein wunderschöner Kreis. Guck mal, Randy, hier ist nichts mehr. Nö. Der eine hat's weggemacht und der andere. Ja, nochmal neu angefangen. Der andere stand blöde da. Ja, ich setz mich eben in einer Reihe, warte. Voilà. Scheiße. Kannst du einmal abtanken? Warte, einmal das O. Drescher anwählen. Achso, ja. Oh, jetzt hab ich gerade eine Helfer aktiviert. Egal, hilft auch. Oh. Ein Mühe zu weit weg gewesen. So, weil ich muss dringend tanken. Ich habe nur noch 66 Liter. Ah, ne, aber ich muss sagen, das ist echt schlimm durch Altes. Ey, ich bin bei allen Spielen irgendwie durcheinander mit der Steuerung. Obwohl ich jetzt das Spiel jetzt gar nicht so extrem gesuchtet habe. Ja, aber das ist. Na, die Steuerung ist halt sehr speziell. Die ist sehr prägnant irgendwie. Ja. Weil die eben so ungewöhnlich ist mit Mausrad und den ganzen Tasten, die eben absolut ungewöhnlich sind. Warte mal, tanken war am direkt Hof. Im Hof, ne? Ja, müsste aufgefüllt sein, oder? Jupp. Eieiei, jetzt hat er aber schon zu tun hier bergauf. Leck mich am Arsch. So, jetzt aber. Naja, mehr wie 40 geht eh nicht. Gut, dann dümpeln wir einfach mal ganz chillig zurück zum Hof. Gehen gleich tanken und abkippen. Oh, hat er überhaupt ein Gewicht dran? Ja, hat er. Aber nur das Kleine. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig. So, ich setze mal eben hier die ganzen Drescher neu an. So. Wir
Dilbups, Dilbups. Oh, jetzt schaffen wir sogar mal 50 bergab. Und einmal hier rum. Mensch, da kann ich aber heute noch rendern, du alter Verwalter. So, einmal in die Brauerei. Ich glaube, das funktioniert jetzt wieder nicht. Ja, ist ein Gewicht dran. Ja. Ist aber ein Mist mit den Gewichten, du. Da müssen wir mal ein paar Mod-Gewichte mit reinnehmen. Haben wir ja. Wenn das mit denen funktioniert. Ja, das vom JD, oder? Hallo? Hallo? Ja, hallo. Na komm. Ja, der bringt auch Hupen nix. Ach, du weißt doch, Granny und die Hupe, das ist so eine innige Freundschaft seit langer Zeit. Ja, Zeit um sie. Du hängst extrem. Bam. So, kurz mal wieder gerade geglitscht. Da, die Barrikaden da sind ein wenig kritisch. Oh, das Schild ist teilweise. So ätzend. So, oh, warte mal, dann muss ich das doch anders machen. Da muss ich eben gerade rausfahren. So, und einmal hier rum. Wendy muss ja eh noch wiegen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist so gewollt, ne? Ach so, dass man da so rumfährt? Ich weiß es nicht. Glaub, ja, doch, so könnte gewollt. Echt sein. Weil alles andere, ja, doch, stimmt schon. Das stimmt schon, geradeaus durch und dann da rum, ja. Ergibt mehr Sinn. Das ergibt auf jeden Fall mehr Sinn. So, ich bin so gut wie voll mit meinen beiden hier. Ich guck mal eben, ob ich den großen doch nochmal ein bisschen gepimpt kriege. Ein bisschen Chip-Tuning drauf. So. Und einmal zum Hof tanken. Und dann geht's ja auch schon weiter. Das war nicht der Hof. Oh Mann, ey. Eine zu früh abgebogen. Ich muss mit der Karo tanken, egal wie bescheuert sich das anhört. Ich hab noch 79 Liter im Tank. Uiuiui. Der schluckt, Alter. Der schluckt ja richtig fies. Schlimmer wie die Ex, ne? So, einmal tanken. Sehr nice. Gut, macht aber auch, wenn wir nicht drin sitzen. So, dann. Ja, da geht gut was rein. So, ich hab's jetzt alle mal so auf eine Geschwindigkeit eingestellt, alle drei Drescher. Ja. Oh, da kommt irgendjemand durch die Bäume gefahren. Hallo, nach dem Wenderradius ist nicht mehr so ganz viel. Hier wird ein Abfahrer gebraucht, weil bei mir gehen nur noch ein paar tausend rein. Ja, naja, wir müssen gerade tanken, wir sind unterwegs. Okay. So, war der gleich voll. Aber wenn man mal so sieht, das 10 Meter Schneidewerk von dem kleinen Case und dagegen das 13 Meter Schneidewerk, das 13 Meter Schneidewerk sieht dagegen nochmal viel gigantischer aus irgendwie. Ja. Das stimmt allerdings. Wie viel Kohle haben wir denn aktuell? 275.685. Norwegen schon wieder. Dann sollten wir uns mal überlegen, was könnten wir uns denn doch Schönes kaufen? Ich muss mal kurz gucken, was haben wir denn noch für Mods hier drin? Oder fährt ihr einfach weiter? Naja, gucken wir nachher, wenn wir auf dem Feld, wenn wir abgetankt haben, da können wir in Ruhe schauen, ob wir noch irgendwas am Start haben. Ja, Feldhexer und sowas, aber das dauert noch ein Weilchen. Ja. Was haben wir überhaupt angesehen auf dem einen Feld? Dinkel, glaube ich. Ach ja, weil da war der Preis so hoch, ne? Das war einfach mehr so, glaube ich, Zufallsprodukt. Achso. Aber da war der Preis, glaube ich, bei über 4.000. Ich weiß nicht, haben wir den, das haben wir hier gerade nicht drin, ne? Diese allgemeine Preisliste? Nee. Ja. Schade. Ich glaube, das ist jetzt nicht. Auch noch eine Schimpe, kommt den PDA-Fix mit 13, also wenn da... Muss den einfach nur aus dem Modpack vom Ding rüberziehen. Ich weiß. Jetzt bei der Mühle 4.978 für Dinkel. Boah. Das ist ja krank. Ja, einfach lässt grüßen.
Aber ich habe da in der PDF-Datei jetzt auch noch so eine Datei drin, da steht das nochmal alles drin, welche genau wie viel Prozent hat, also welchen Faktor und so. Das muss ich mir, glaube ich, einfach mal ausdrucken, dann hänge ich mir das mal irgendwo hier hin. Ja. Dann ist das nämlich alles ein wenig unproblematischer. So, zack, zarab. Einmal schön entlernen hier. Weil bei der PDF-Datei muss man wirklich mal ein großes Lob an den Modder aussprechen, beziehungsweise an die beiden. Weil die PDF-Datei, die ist echt geil. Ja. Aber man merkt, die Elfer, die schlucken auch Geld. Das braucht nicht viel, aber... Ja, auf easy geht das ja noch. Ja, wenn ich das hier hinten ansehe, wird's mir auch schlecht. Was hat denn der gerade vor? Alter. Das habe ich gestern gemacht, also heute früh, also zum Zeitpunkt der Aufnahme früh. 3 oder so, mich als Ziff eingeloggt, war ein Bullchannel, hab da einen auf Allah gemacht, ey. Also die hatten einen Schiss, die haben in Kavala 6 Hunter vorgefahren. Wieso kann ich den nicht ausmachen, den Autocombine? Überhaupt oder nicht? Ach doch. Ja, das war eine sehr lustige. Ein bisschen Mist gebaut hier. Das war eine sehr lustige Geschichte. So. Ist oben der schon abgetankt, Randy? Ja, tankt Arktik gerade ab, okay. Ja, der ist ja nicht, der hat noch nicht mal sein Rohr draußen. Nee, weil ich den schon abgetankt hab. Eben, und bevor der sein Rohr nicht rausfährt, da fahre ich da nicht dran, weil das dann nur wieder anhält. So. Hallo? Hallo? Ah ja, jetzt ja. Mods nach Gerätetypen, Traktoren, was haben wir denn hier? Den 7215, 7230, 7239, der 8360, uiuiui. Die Amazone UX11, also 11.200 mit dem riesen Tank, das ist die große Feldspritze. Ja, genau. Dann, ja, Klaas Jaguar, der Feldhäcksler, 939er. Von Fendt. Aber Trakt, naja, gut. Ja, sonst haben wir echt nicht so viel Mods drin im Moment. Da müsste man nochmal vielleicht ein bisschen noch was dazu holen, wenn man noch irgendwas Cooles findet. Ich bin ja für den 8360R, den Johnny. Den ist der hier drin ist oder den auf Motorster, den? Der hier drin ist. So. Randy, ja. Du stehst im Weg. So. Ich würde ja mal wirklich ein richtig gut gemachter Axion 950 interessieren. Oh. So, mit schön vielen Funktionen und richtig groß. Das war doch nichts. Ja, das ist, wenn die sich so nachfolgen und dann eine 90 Grad Winkel kommt, ne? Oder Tino, was meinst du? So ein schöner Class 950? Ja, das wäre auch noch was, ja. Definitiv. So, dann müssen wir den mal hier vorne einstellen. Wie machen wir das am dümmsten? Den setzen wir am besten hier drüben wieder neu an. Dann dürfte das eigentlich passen. So, einmal hier rum. Genau. Da ist jetzt der Zettino. Ja, der kriegt das schon alleine hin hier. Der hat ein bisschen Abstand, das ist ganz gut. Also, so ein bisschen mehr Abstand ist besser. Renny, den hast du gerade abgetankt. Ach, der. Guck dir doch mal den Tank an. Ach so, ja, stimmt. Das ist immer scheiße, wenn die Karre selbst mehr teilweise hat. Das ist die fehlende Erfahrung, wa? Weil Tino so schon abgesoffen, er hat Führerschein.
Ja, aber für ihn war es auch das erste Mal, dass er drin saß und das hat. Naja, ich habe den jetzt großartig auch noch nicht so gefahren. So. Und wollte mich auch überraschen lassen. Boah, was ist jetzt da? Warum leckt es jetzt bei dir so richtig? Aber richtig, richtig hardcore. Alter. Das ist heavy. Das sind ja keine Lecks, das sind ja schon. Das sind Standbilder, wir haben gerade in Frame. Alter. Jetzt fängt sich's wieder. Jetzt geht's wieder runter. Naja, gut, Leute, wir sind ja eh für diesen Part fertig. Dann verabschieden wir uns jetzt halt mal mit einem Standbild. Ja. Und ja, so sieht's aus, wenn ein Bild pro Sekunde übertragen wird, ne? Ohne, gar nicht so verkehrt. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, haut rein. Tschüss. Tschüss, Leute. Ciao.